Wachstum als eine Riesenherausforderung, vor allem deshalb auch, weil natürlich dieses wunderbare, riesige, schöne Ägypten mit tausenden Jahren Geschichte besteht aus nur 4-5% Fläche um den Nil, wo alle diese Menschen leben. Und sonst aus Wüste. Und die Frage natürlich ist, für 18 Millionen gab es hier natürlich guten Lebensraum, für 45 gerade noch. Und wenn man heute nach Ägypten kommt, wie viele von Ihnen ja schon, was viele von Ihnen schon gemacht haben, dann hat man das Gefühl, die Leute leben übereinander. Also Bevölkerungswachstum ein Riesenproblem. Ist es wirklich ein Riesenproblem? Und jetzt mache ich mit Ihnen diese Übung, die wir für jeden dieser Punkte machen. Und beim letzten Punkt wissen Sie wahrscheinlich schon selber, was ich sagen will. Das ist eine Übung, die wir seit vielen Jahren in Ägypten machen, in Sekem. Unser großer Lehrer war Frank Teichmann bei dieser Übung. Und wir haben es aber auch bis heute immer weiter geübt. Nämlich, was ist die Empfindungsseele, was ist die Verstandesseele und was ist die Bewusstseinsseele wirklich? Und sieht man aus diesen verschiedenen Seelenstufen, Bewusstseinsstufen heraus die Welt gleich? Was ist das für ein Blick auf Bevölkerungswachstum, was uns Bevölkerungswachstum als Herausforderung erscheinen lässt? Bruno Gantküler kann Ihnen das bestätigen, für einen Empfindungsseelenmensch ist noch ein Baby mehr doch keine Herausforderung. Es ist ein Segen an Last. Ein Geschenk des Gottes. Soll man sich gegen Geschenk Gottes aufbegeben? Oder soll man dankbar sein? Also, die komischen Europäer, die da irgendwas von Bevölkerungswachstum und Herausforderungen sagen, sind für meinen Mohammed in Delfine oder in Luxor überhaupt nicht nachvollziehbar. Der kann ein Kind, hauptsächlich natürlich, wenn es ein Sohn ist, nur als einen Segen sehen, weil der wird sich um ihn kümmern, wenn er dann im Alter sich nicht mehr um seine eigene Arbeit kümmern kann. Und außerdem, was Allah uns schickt, nehmen wir dankbar an. Oder? Aber dann gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt. Hier auf der Seite steht nämlich mein Freund Khaled. Khaled ist Unternehmer in Kairo. Das war Mohammed im Dorf. Ne? Aber Khaled hier, der ist ziemlich seelenverwandt zum Hans in Stuttgart. Passen Sie auf. Und was sieht der? Mehr Menschen in Ägypten ist doch eine größere Chance, Mercedes zu verkaufen, oder? Also Bevölkerungswachstum ist eine verdammt tolle Chance. Denn für mich, den es um meinen Gewinn geht, ist jeder Ägypter mehr ein potenzieller Käufer meiner Produkte mehr. Eine tolle Sache. Wo gehe ich hin, wenn ich Geschäfte machen will und Profit machen will? Nach Ägypten? Oder da, wo das Bevölkerung abnimmt? Da, wo die Bevölkerungswachstumsraten hoch sind oder da, wo sie nicht existieren? Also, diese Frage, wer ist das hier? Mit was für einem Blick gucke ich auf die Welt? Wer ist das hier? Mit was für einem Blick gucke ich auf die Welt? Wer ist das hier? Ist die Welt wirklich gleich? Oder ist die Welt so, wie wir sie uns denken? Wie unser Bewusstsein es zulässt, dass wir sie uns denken. Dieselbe Sache, Bevölkerungswachstum. Riesenherausforderung, große Marktchance, Geschenk Allahs. Was ist das richtige Bild? Naja, versuchen wir es mit was anderem. Letztes Mal ist es ein blödes Beispiel. Wie ist es mit den Menschenrechten? Ich meine, aus dem Gesichtspunkt hier ist es doch wohl klar. Die universellen Menschenrechte müssen gelten. Alle Menschen haben dieselben Rechte, alle haben dieselben Chancen, alle müssen denselben Zugang haben zu den Möglichkeiten in der Bildung. Und außerdem haben alle die Charta ja unterschrieben. Also die Menschenrechte müssen gelten.
sie kennt. Und Hans. Hans in der Zwischenzeit hat sich ein bisschen verändert. Aber Kenneth bei mir in Kairo kann ich Ihnen ganz sicher sagen. Ja, Menschenrechte, solange sie mein Geschäft nicht schaden, okay, finde ich gut. Aber wenn sie in Konflikt kommen mit meinem Geschäft, dann geht das Geschäft vor. Denn unsere Aktionäre, denen muss ich ja schließlich einen Gewinn abliefern, oder? Also, ich kann nicht mehr keine Mercedes verkaufen in die Länder, wo Menschenrechte nicht eingehalten werden. Also wirklich, das geht überhaupt nicht. Und dann wird außerdem jeder zweite Stuttgarter arbeitslos. Aber wie steht es mit dem hier, mit dem Mohammed und den Menschenrechten? Was meinen Sie? Ja, die Rechte gibt mein Vater vor in der Familie. Er hat immer recht, er sagt nur, was ich tue. Ihm sagt übrigens der Chef im Dorf, was er zu tun hat. Dem sagt jemand anderer, was er zu tun hat. Und am Ende ist es sowieso Gott, der uns allen sagt, was wir zu tun haben, oder? Und übrigens, irgendwann bin ich der Vater, dann habe ich das Sagen. Aber bis dahin höre ich gut drauf, was mein Vater mir sagt. Ja, und das ist jetzt richtig. Soll ich auf meinen Vater hören? Soll ich Geschäfte machen? Oder geht es um die Menschenrechte? Was ist das wirkliche Bild? Was ist die Wahrheit? Was steht dahinter? Und Sie können sich vorstellen, wenn jetzt so einer von dieser Sorte hier nach Ägypten kommt und dann guckt er sich so um und trifft die zwei hier vielleicht und andere Sachen. Clash of Civilizations ist vorprogrammiert, oder? Und dann gehen wir weiter. Was ist? Gehen wir mal jetzt diese blöden Rechts- und sozialen Sachen, sind sowieso immer nur Probleme. Ne? Gehen wir mal zu den einfachen Sachen. Gehen wir zu den ökologischen Herausforderungen. Da sind wir uns doch wohl alle einig, oder? Also, Klimawandel ist doch wohl eine Riesenherausforderung, oder nicht? Hat irgendjemand von Ihnen einen Zweifel, dass Klimawandel eine große Herausforderung ist? Keiner. Und Wasserknappheit in Ägypten? Sie wissen alle, dass Ägypten in der Zwischenzeit unter der Wasserarmutsgrenze liegt, oder nicht? 40% unseres Wassers müssen wir importieren. Um zu überleben, einfach nur um zu überleben, um zu essen. 40% unseres Wassers. Das ist doch eine riesen Herausforderung, oder nicht? Und wenn ich Ihnen sage, dass Ägypten eines der am meisten verschmutzten Länder der Welt ist, Kairo die verschmutzteste Stadt der Welt ist, und dass wir noch bis vor 20, 30 Jahren mit den Flugzeugen Pestizide wie DDT über das ganze Land breitflächig ausgestreut haben? Ist das eine Herausforderung oder nicht? Oder hat jetzt vielleicht auch wieder jemand irgendeine andere Position? Naja, wie sieht Mohammed das? Er muss auch trinken. Er hört auch was über Klimawandel im Fernseher. Meinen Sie, er ist nervös? Mohammed hat Gott vertraut. Das geht Ihnen ab. Sie sind alle nur so gestresst, weil Sie kein Gottvertrauen haben. Mohammed weiß, dass Allah alles lenkt. Verdammt nochmal. Und alles, was er bringt, ist sowieso richtig für die Menschen. Und auch mal, wenn es ein Problem gibt, dann ist das Problem das Richtige. Und wir hier, in dem Raum, können irgendwas machen, um die Welt, die Gott geschöpft hat, aus der Harmonie zu bringen? Wer hat denn den größten Wahnsinn gefunden? Mach sich keine Sorgen, Allah kriegt es alles hin. Und die, die immer noch lächeln, haben halt einfach keinen Gott. Ja, aber wie steht's mit dem Kredit hier? Und natürlich auch bei Hans. Klimawandel? Ja, könnte schon kommen, aber zum Glück erst in 100 Jahren, da gibt es mich gar nicht mehr. Also jetzt muss ich dann mich aber noch mehr beeilen, so viel Geld wie möglich zu machen. Heute.
Und das Wasser, was Ägypten noch hat, heute dazu zu benutzen, Reis anzubauen und zu exportieren. Heute, viel Geld. Damit, wenn es dann schlecht geht in Ägypten, damit ich dann genug Geld in der Handtasche habe, um mir einen Floß zu bauen. Und, naja, diese ganzen Fragen da mit Wasserarmut und Klimawandel und von wegen, dass die Ressourcen verbraucht werden, ist doch auch eine Chance, oder? Der schneller an den Ressourcen ist und sie hat, der hat gewonnen. Und alle anderen haben verloren. Also gucken wir mal, was gibt es noch in Afrika? Gibt es noch irgendwo Land? Gibt es noch irgendwo eine Miete? Gibt es noch irgendwo was? Irgendeine Chance? Ich rieche da eine tolle Chance. Die ganzen ökologischen Probleme sind auch tolle wirtschaftliche Möglichkeiten. Also tolle Möglichkeiten, Herausforderungen, Gottvertrauen. Welches Bild ist jetzt richtig? Langsam geht es aber auf die Nerven. Konfus, dreimal. Naja, vielleicht gibt es ja noch was anderes. Irgendwas hier, was einfacher ist. Wie steht es mit der Wirtschaftsaktivität? Ja, Ägyptens Wirtschaftsaktivität ist halt leider Gottes nun mal sehr begrenzt. Durch schlechte Bildung auf der einen Seite, durch den Staatsdienst auf der anderen Seite. Durch Korruption und viele andere Sachen geht es den Unternehmern schlecht in Ägypten. Herausforderung, weil jetzt den Unternehmern schlecht geht in Ägypten, dann gibt es weniger Arbeitsplätze, gibt es mehr Arbeitslosigkeit. Problem. Also Bevölkerungswachstum von 2,6%, eine Arbeit und ein Bruttosozialproduktwachstum von 2,5 oder 3% heißt, geht nichts voran, oder? Ist doch klar. Also wir haben ein Problem. In Ägypten gibt es ein Problem. Mohammed kann nur lachen. Gott hat mir heute wieder einen Job geschickt. Heute gehe ich arbeiten. Ich gehe nach Segen und werde Tomaten Orangen pflücken und kriege ein Einkommen, was hoffentlich mich und meine Familie ernährt. Was für Probleme gibt es? Wenn ich morgen keinen Job habe, naja, dann bringt mich meine Familie schon noch einen Tag durch. Und übermorgen auch. Und übermorgen habe ich dann sowieso wieder einen Job. Also ein bisschen Vertrauen wäre da schon angebracht. Und wenn gar nichts mehr geht, gehe ich halt zu meinem Vater oder gehe zum Dorfältesten. Also das System wird schon funktionieren. Nur nicht nervös werden. Hier? Ist das nicht super? Ägypten ist so schlecht gerankt, dass keine Firma aus dem Ausland zu uns nach Ägypten kommt. Ich habe das Monopol. Ich weiß, wie es geht. Ich habe das Monopol. Ich mache das große Geld in Ägypten. Und Arbeitslosigkeit ist doch eine super Sache. Wissen Sie, was es heißt, Arbeitslosigkeit? Geringe Löhne. Mit geringen Löhnen macht man bessere Gewinne oder mit hohen Löhnen macht man bessere Gewinne? Mit was macht man bessere Gewinne? Geringe Löhne. Umso höher die Arbeitslosigkeit, umso geringer die Löhne. Man muss nur nicht den Fehler machen, dass man versucht, den Leuten das beizubringen. Dann werden ihre Löhne höher. Aber wenn sie Löhne niedrig sind, dann kann man gute Gewinne machen. Oder? Super Sache. Also das ist das Land meiner Träume, wo ich Geschäfte machen will. Welches Bild ist richtig? Was ist Ägypten? Was war Ägypten? Was ist Ägypten? Was will Ägypten sein? Nehmen wir noch ein Beispiel hier. Da muss ich sowieso weiter mit der Zeit. Wie steht mit der Bildung? Was meinen Sie, wie steht es mit Bildung? Bildung ist eine Katastrophe in Ägypten. Ich bin jetzt hier, ne? Ich stehe hier, heiße Helioresh. Bildung, eine riesen Katastrophe. Nicht nur, dass nicht alle Ägypter lesen, zu lernen und zu schreiben. Das ist ein Problem, ein quantitatives Problem. Das hat damit zu tun, dass es jedes Jahr 2 Millionen junge Ägypter gibt. Und wenn ich für die alle Schulen bauen will und Lehrer ausbilden will, dann geht das gar nicht. Also kann ich nur im Schichtbetrieb meine Schule mit 3 Schichten betreiben und 75 Kinder in einer 25 Klasse, Stühleklasse haben und so weiter und so weiter.
Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, selbst die, die es lernen, lesen und schreiben, lernen nichts. Weil sie in einem Schulsystem sind, wo Lehrer glauben, sie können Kindern was lehren. Können Sie sich das vorstellen in unserer Zeit? Denkt immer noch irgendjemand auf der Welt, er könnte irgendeinem Kind irgendwas in den Kopf reinbohren? Das ist das ägyptische Schulsystem. Der hat ein bisschen hier und dann. Und dann holt er ihn und sagt, lern auswendig, wir sind fertig. So ein System. In so einem System kann sich kein Potenzial entfalten. Kann niemand eine Frage stellen und kann niemand jemals was lernen. Probleme. Hamlet kann nur drüber lachen. Wir wissen doch alle, der Einzige, der meinem Sohn was beibringen kann, bin ich, oder? Und nicht der böse Lehrer, der korrupte Staatsbeamte. Also das ist nur, da gehe ich nur hin, damit ich das Zertifikat bekomme. Aber was mein Sohn braucht, kann ich ihm am besten beibringen. So wie mein Vater mir auch beigebracht hat, sich zu fühlen. Und das System hier, das brauchen wir nicht. Da lernen die Kinder sowieso nur die falschen Sachen. Und am Ende gucken sie dann Internet und so Blödsinn. Khaled sieht das ganz anders. Khaled möchte als erfolgreicher Unternehmer, dass seine Kinder auch erfolgreich sind. Also wir gehen in die beste Privatschule Ägyptens. Teuerste Privatschule Ägyptens. Und wenn sie da fertig sind, gehen sie direkt nach Harvard, weil die brauchen eine Ausbildung, die sie befähigt, in kürzester Zeit steinreich zu werden. Sie haben wahrscheinlich nie was davon gehört, aber es gibt Klimawandel, der kommt. Also müssen wir schnell reich werden. Also schnelle, teure Superbildung, damit ich schnell reich werde. Ja, jetzt sagen Sie mir nochmal, was ist Ägypten? Ägypten von Mohammed, von Rahman, von Khaled und von mir. Welches ist das wirklich Ägypten? Welches ist das Ägypten, das mein Vater vor 40 Jahren oder 42 Jahren mit uns gefunden hat? Es ist genau dieses Ägypten, wo es Menschen gibt, die noch mehr in der Empfindungsseele leben, wo es einige gibt, die aufwachen in die Verstandesseele. Und was heißt aufwachen in die Verstandesseele? Sind wir uns da ganz klar? Wir leben hier in Europa in einer Verstandesseelenkultur, damit mich niemand missversteht. Das ist das, was ich meine. Verstandesseele heißt, ja, ich trenne mich natürlich von der Religion und von der ganzen Autorität. Ich werde nicht individuell. Aber ich möchte natürlich genau wissen, was in meiner Tasche übrig bleibt. Denn es geht jetzt auf einmal nur noch um mich. In der ganzen Geschichte geht es um mich. Und mein neuer Gott, mein neuer Prophet heißt Adam Smith. Und er hat uns das ganz genau erklärt. Nämlich, wenn jeder von uns am meisten nach seinem eigenen Interesse strebt, dann wird der ganzen Gesellschaft besser gehen. Das ist der neue Prophet. Ne? Also hier bin ich mit Adam Smith geflogen. Und da habe ich meine Prinzipien und ich weiß, die Naturwissenschaft kann alles lösen und ich weiß, dass ich muss reich werden und zwar so schnell wie möglich und auf Kosten von irgendwas, was da immer kommt. Hier. Und dann schnuppern so ein paar Leute an sowas wie Bewusstseinsseele, stellen sich da einmal raus, gucken über die Welt drüber, versuchen die Sache zu verstehen und in den richtigen Kontext zu stellen. Mohammed Helmi. Schön wär's. Die Wirklichkeit ist, ich selber bin hier. Helmi steht hier. Jeden Tag lange genug. Gucken Sie sich selber an. Analysieren Sie mal, was Sie machen. Wenn Sie Auto fahren, wenn Ihr Enkel Sie besucht und. Gucken Sie mal, was passiert. Helmi, natürlich hier. Ich lebe in der Verstandesseele. Jeden Tag, wenn ich in den Markt gehe und versuche, unsere Lebensprodukte, 800 Millionen Flitterbeutel, im ägyptischen Markt runterzubringen, kämpfe ich um Marktanteile. Glauben Sie gar nicht, die werden uns geschenkt. Unter dem Mantel der nächsten Liebe oder irgendwas. Und ganz selten, ganz selten, wache ich auf. Da muss ich meistens ins Gefängnis, damit das passiert. Also, das ist es, um was es geht, im Segen. Es geht darum, Menschen auf diesem Weg zu helfen. Das ist alles, um was es geht. Es geht um nichts anderes.
Und nur unter dem Gesichtspunkt, glaube ich, kann man verstehen, wenn ich jetzt sage, naja, diese tolle Vision meines Vaters, hören Sie sich die nur mal an. Vision, eine Gemeinschaft in der Wüste, wo Menschen zusammen leben, lernen, arbeiten, in Formen, die menschenwürdig sind, die ihnen helfen, ihr Potenzial zu entfalten und dann Produkte herstellen auf dem höchsten ethischen und moralischen Niveau. Können Sie sich vorstellen, was Fede denkt, wenn er das sieht? Wenn er den Satz da sieht? Was meinen Sie, was der sagt? Er kann nicht mehr lachen, der holt sofort einen Notarzt. Das ist nicht zum Lachen. Also das ist entweder ein Angriff auf Ägypten, unter der Hand, oder total verrückt. Wo ist das Schweizer Bankkonto? Wie viel verdient man eigentlich? Was meinen Sie, was Mohammed sagt, wenn er das hört? Und dann können wir ganz auf Arabisch sagen. Also wenn Gott will, er will, stimmt. Inshallah. Und wenn er um der Heilige Emile geht, was er wirklich damit sagen will, ist, also wenn Gott will, dass das passiert, dann wird es passieren. Wenn Gott das nicht will, wird es nicht passieren. Ja. Also, bevor man zu sehr uns unter Stress setzt. Ja, wenn man das so sieht, dann ist es kein Wunder, dass die Leute damals gesagt haben, das passiert nie. Das ist eine Frage dessen, aus welchem Gesichtspunkt man sieht. Aus diesem Gesichtspunkt ist das hier, das ist ein bisschen, aus dem Gesichtspunkt ein bisschen Größenwahnsinn. Wenn ein Mensch sagt, ich werde die Welt verändern, ne? Der hat die Rechnung ohne Anlage. Und aus dem Gesichtspunkt ist das überhaupt nicht. Ja. Das ist kein Wunder. Und natürlich haben die zwei hier nicht glauben wollen, dass es passiert und dass es dann trotzdem passiert ist. Dieses Wunder, von dem wir immer wieder hier als Wunder in der Wüste hören, das ist ja als Wunder nur zu verstehen, dass es uns überhaupt noch gibt, dass ich heute hier stehe, dass wir nach 40 Jahren da sind, dass aus Sekem in der Wüste heute eine Oase gekommen ist, wo Tausende von Menschen arbeiten. Wo zigtausende, zehntausende von Menschen drumherum leben, wo tausende von Schülern in die Schule gehen, 1200 Studenten in die Uni gehen, 5000 Bauern über ganz Ägypten heute assoziiert sind und so weiter. Aus diesem Gesichtspunkt hier kann man nur sagen, Mashallah. Schön? Mashallah, Alhamdulillah, Gott, du kannst jetzt Gottes sehen. Gott hat dich gesehen. Wunderbar. Diese Menschen hier schauen meinen Vater an als einen von Gott gesegneten Scheich, den packt Gott auf. Wunderbar. Auf der Seite hier schon beeindruckend, aber irgendwo gibt es einen Konto in der Schweiz. Also, erzählen Sie mir ja, das hat eben keiner gemacht, nur für die Welt. Ja. So blöd ist keiner. Aber gut, ist trotzdem beeindruckend, nicht schlecht. Aber wenn ich dann schon hier bin und das anschaue, dann lassen Sie uns das mal analysieren, bitte. Ja? Jetzt holen wir uns mal ein paar Berater aus Harvard, die sollen sich das anschauen und uns erklären, wie kann es sein, dass es funktioniert hat. Okay, holen wir den Berater, kein Problem. Und dann kommen die Berater, Top-Berater, Harvard, und schauen erstmal und gucken, ob unsere Belohnung am Schlag ist. Naja, und Sie kennen die Geschichte unserer biologisch-dynamischen Landwirtschaft, die brauche ich jetzt nicht groß ausführen. Der Kompost, der verschiedenste Ursachen jeden Tag vollbringt in Ägypten, wie überall auf der Welt, ist das zentrale Stück der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, weil er auf der einen Seite toten Sand wieder fruchtbar gemacht hat, auf der anderen Seite den Wasserverbrauch in Sekem drastisch reduziert hat, 20-40%, Kohlenstoff im Boden bindet, und die Versalzung, die ja uns gedroht hat und mit der uns auch die Experten in Europa gedroht haben, stattfinden hat lassen. Riesenwunder, dieser Kompost. Ist es vielleicht der Kompost, der das Wunder gemacht hat?
Nein, nicht nur. Das ist toll. Aber ich kann sagen, es gibt viele Stellen auf der Welt, wo es Kompost gibt und kein Segen. Ja, und biologische Düngung und biologisch-dynamische Präparate und diese kleinen Predatoren und Pheromone, die dann irgendwann dazu geführt haben, dass wir dieses wahnsinnige Flugzeugspritzen aufhören konnten. Und unsere eigenen Samen, damit die Monsantos nicht noch mehr Marktanteil kriegen an unseren Saatgut in Ägypten. Und natürlich Tiere, obwohl, bei Tieren kann ich Ihnen sagen, da gibt es natürlich schon einige Naturwissenschaftler, die das ganz genau erkannt haben. Klimawandel ist ein Resultat der Tiere, der Kühe im Speziellen. Die Abgase der Kühe haben den Klimawandel verursacht. Lachen Sie nicht so. Naja, also, ich glaube, ich brauche nicht antworten. Sie wissen selber meine Meinung. Und Sie wissen auch selber, dass das nicht stimmt. Denn Tiere im richtigen Zusammenhang, im richtigen landwirtschaftlichen Organismus, sind halt kein Klimawandelproduzent, sondern das Gegenteil. Ja, und Bewässerung, ich habe schon gesagt, das Wunder, dass wir mit weniger Wasser auskommen und so weiter. Biologisch-dynamische Landwirtschaft in der Wüste ist unglaublich. Keiner wusste das vor 40 Jahren, heute wissen wir es. Und trotzdem, wenn die tollen Berater das alles analysiert haben und alles aufgeschrieben haben. Ja gut, Mohammed hat mit den Beratern sowieso nichts zu tun. Der sitzt und dann guckt er sich die Pflanzen an und wenn er sieht, dass die biologisch-dynamischen Präparate wirken, einfach wirken, auf der Pflanze wirken, die sind gesund und grüner, dann will er dieses komische Zeug, was wir in der Früh und am Abend spritzen, auch spritzen. Ja? Ist ihm ganz egal, wie die heißen und ob sie im Horn vergraben waren oder nicht, dieses Zeug will er spritzen. Und wenn ihm dann mein Vater auch noch erzählt, dass im Koran schon steht, dass biologisch-dynamische Landwirtschaft die richtige Form der Landwirtschaft ist, weil das die Zraa Tayyiba ist, dann ist er so happy und so stolz, dass er biologisch-dynamischer Bauer ist, weil jetzt macht er was? Er setzt Gottes Willen auf Erde. Das ist doch wunderbar. Das überzeugt ihn total. Die zwei Verse aus dem Koran mehr als der landwirtschaftliche Kurs. Viel mehr. Kehelet ist nicht so ganz einfach. Naturwissenschaft ist ja die große neue Religion und Geisteswissenschaft, wissen wir alles, Hokus Pokus und so. Also Naturwissenschaft. Und da gibt es natürlich schon eine ganze Menge an Sachen, die man dann auch analysieren kann und anschauen kann und so. Weniger Wasser, das CO2 und so. Aber Kehelet will auch wissen, was bringt es am Ende, oder? Also nur für den Dienst an der Menschheit ist er nicht da, hat er keine Zeit. Also wo ist das Geschäft? Ah, in Stuttgart wollen die Demeter-Produkte, ja komm, schnell, Demeter-Produkte anbauen, für den Export nach Stuttgart, super. Höherer Preis, viel Gewinn. Und auf einmal gibt es zumindest ein paar Unternehmen, die biologisch-dynamische Landwirtschaft machen in Ägypten, weil man damit Gewinn macht. Ist doch eine gute Sache, oder? Und auch okay, besser als wenn er konventionelle Landwirtschaft macht. Aber glauben Sie das noch? Kehelet das macht wegen der Welt? Nicht mal im Traum. Und ich möchte eigentlich böse sein. Ich möchte eine Frage stellen an Sie alle, die hier sind und viele von Ihnen sind in der biologisch-dynamischen Bewegung in Deutschland tätig und sehen die Produkte, die in den Naturkostläden sind und so weiter. Was meinen Sie, wie viel in deutschen Naturkostmarkt hier bei Kehelet sich abspielt und wie viel im deutschen Naturkostmarkt sich hier abspielt? Das ist nur eine Frage, keine Provokation. Okay, biologisch-dynamische Landwirtschaft. Es gibt verschiedene Meinungen dazu, aber immerhin. Eine tolle Sache. Ja, Wirtschaft der Liebe. Jetzt muss ich vorstellen, Kehelet hört Wirtschaft der Liebe. Was meinen Sie, was der sich denkt? Wirtschaft der Liebe.
Das ist doch ein guter Spiel, oder? Also, wenn Wirtschaft der Liebe 3% mehr Return bringt, okay. Das ist wirklich die Liebe, ja. Aber unter 3%, also, da kannst du was anderes erzählen. Also das, was die Leute dann bei uns finden, dass wir biologisch-dynamische Produkte herstellen und sie nicht als biologisch-dynamische Rohstoffe an den biologisch-dynamischen Betriebssektor verkaufen. Weil wenn wir das machen würden, wären wir seit etwa 38 Jahren pleite. Haben Sie das verstanden, was ich gerade sage? Ich sehe an den Gesichtern, dass Sie es noch nicht glauben können. Biologisch-dynamische Landwirtschaft. Hier stehen geblieben, beim Bauern stehen geblieben, ohne Assoziation mit der Wertschöpfungskette, ist tot. Starkes Statement, überlegen Sie es. Aber was ich sagen will ist, Segnen lebt nur, weil wir hier Kamille anbauen, biologisch dynamisch, und dann in ein pharmazeutisches Produkt verpacken, wo der Rohstoffanteil 3% sind. Wissen Sie, was das heißt? 97% Wertschöpfung für die Kamille. Weil wir hier Anis anbauen, damit 200 Millionen Teebeutel Anis-Tee machen, der Rohstoffanteil ist 6%, die Wertschöpfung 94%. Ohne die 94%, ohne die 97%, gibt es heute Seke nicht. Das heißt, wir hätten Anis und Kamille niemals als Bauern verkaufen können. Warum nicht? Weil heutzutage keine gerechten Preise an die Bauern gezahlt werden. Und wenn wir nicht Mehrwert von diesen Betrieben in die Landwirtschaft zurückschicken würden, für all die Dienstleistungen der biologisch-dynamischen Bauern an der Welt, Schönheit, Kohlenstoff, Wasser, Wasserreinigung und so weiter und so weiter und so weiter, was die Bauern tun für die Welt, geht weit über den Anis und die Kamille aus. Niemand sagt dafür. Weil hier sind wir alle Adam Smith. Billigstmögliche Preis. Ich muss doch meinem Kunden ein billiges Produkt zur Verfügung stellen, oder nicht? Also billig, 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 bis der Bauer halt eingeht oder Subventionen kriegt vom Staat. Also eine Wertschöpfung, die es ermöglicht, die biologisch-dynamische Landwirtschaft überhaupt zu machen, war Grundvoraussetzung. Es geht heute sehr viel mit uns. Natürlich ist es dann auch noch wichtig, wie verteile ich die Anteile, was ist ein gerechter Anteil, was ist ein gerechter Preis. Viele, viele Fragen, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen hier angehen will. Aber ein Teil des Wunders ist das. Ein Teil des Wunders ist, dass wir Partner hatten, die zu uns stehen, die das hier mitgetragen haben. Banken wie die GLS, Triodos, Eukocredit. Ohne die geht es nicht. Ohne unsere Partner hier in Europa, unsere Partner in Ägypten, unsere Bauern, die das mit uns machen, unsere 2000 Mitarbeiter, dass alle die in dieser Wertschöpfungskette bis heute global wettbewerbsfähig sind, ist ein Wunder. Und vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, wie groß dieses Wunder ist und wie sehr es schädet, widerstrebt. Diese tolle Segen-Range an Produkten, oder ISIS-Range, oder was auch immer wir angucken, die werden in Ägypten verkauft in einem Markt. 80% unserer Produkte verkaufen wir in Ägypten, wie Sie wissen. Die Ägypter wissen weder, was organisch ist, noch was Demeter ist. Aber die Ägypter lieben unseren ISIS-Anis-Tee und lieben Seekern zum Glück, weil sie seit 40 Jahren gibt, die Marke, und kaufen diese Tees. Was glauben Sie, was uns der Berater von Harvard als allererstes empfiehlt? Kredit und Datenblatt. Kommen zu uns, ihr seid bescheuert. Die Leute nehmen hier Anis, Demeter weg. Weg. Wir brauchen kein Demeter. Spart euch 60 Millionen Pfund, verkauft es einfach in einem Anis-Tee. In demselben Teebeutel. 60 Millionen Pfund Gewinn. Könnten wir jedes Jahr einstreichen, wenn wir nur keine biologischen Rohstoffe mehr kaufen. 60 Millionen investieren wir jedes Jahr in die Idee einer nachhaltigen Entwicklung. Ich sehe, dass sogar einige von Ihnen den Kopf schütteln.
Nicht nur Helm. Nicht nur Hans. Okay? Also muss man schon ziemlich bescheid sein, oder? Also das Leben in einem, in einer, das Wirtschaftsleben in einem solchen Zusammenhang so zu gestalten, wie man dafür selber verantwortlich ist und wie man denkt, dass es der Entwicklung der Menschen am meisten hilft, ist nicht immer der Weg, der den größten Gewinn bringt. Das muss halt klar sein. Ne? Das muss man bereit sein zu ertragen. Und das ertragen nur ganz wenige Menschen, die hier sind, manchmal, und dann flitten sie wahrscheinlich hier wieder zurück. Oder sie gehen schnell in die Moschee und beten zu Gott, dass er ihnen hilft, über die Versuchung hinwegzukommen. Weil es ist eine Riesenversuchung. Jeden Tag. Und trotzdem wäre es nicht passiert, das Wunder von Seekamp, nur mit biologischen dynamischen Landwirtschaften und den tollen Produkten, sondern es brauchte eben auch diese Gemeinschaft. Und jetzt, unter der Frage, wie weiter, ne? Haben Sie die Idee, wie weiter im Kopf, und das war die Anfangsfrage. Jetzt sehen Sie hier 2000 Menschen. Und ich habe Ihnen gerade gesagt, Sie sehen die Seekamp-Gemeinschaft da stehen. Und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich selber, wie viele von denen stehen hier? Ne? Wie viele von denen stehen hier? Von dieser Gemeinschaft. Und wie viele stehen hier? Das Weiter hat nur was mit dieser Frage zu tun. Mit dem richtigen Verhältnis dieser Frage. Ja? Eine große, große Mehrheit unserer 2000 Mitarbeiter im Moment steht hier. Und eine kleinere Minderheit, 60, 70, 80 Leute, die stehen hier, die sind aufgewacht. Aufgewacht natürlich mit der Frage am nächsten Tag bei mir im Büro, wie sieht meine nächste Kapitalerhöhung, meine nächste Gehaltserhöhung aus? Ne? Ich verkaufe jedes Jahr für 2 Millionen Pfund, ich muss dann nochmal irgendwelche Kommissionen kriegen. Ich habe die Erfahrung, wie man Wasser abpackt. Und ich bin der Einzige. Dafür musst du mir das Erste, was sie machen, wenn sie aufwachen, ist, zu schauen, was geht in ihre Tasche. Und jetzt die Frage, ja, seien Sie ehrlich, was würden Sie machen in der Tasche? Einen, den Sie mit Familie, seinen Kindern in unserer Schule, seine Frau bei uns im Spital, seit 20 Jahren unterstützen kommt und sagt, entweder so oder ich gehe zu Unilever. Oder zu Mercedes. Sie würden Sie sofort entlassen, oder? Also ich möchte Sie am liebsten entlassen, wenn Sie dann kommen. Und dann, zum Glück, reflektiere ich das zusammen mit unserem Zukunftsrat, mit Conny und den anderen, und dann sagt er, verdammt nochmal, das ist ja das ist genau das, was wir wollen. Seit 20 Jahren arbeiten wir, dass der von hier hinten aufwacht, oder? Und das Aufwachen geht nur so. Haben Sie ja keine Hoffnung, dass irgendjemand aufwacht von der empfindungsseligen Bewusstseinsseele. Das gibt's nicht. Der muss erstmal Egoist werden. Der muss erstmal sich um seine eigene Tasche kümmern. Der muss erstmal weg vom lieben Gott, hin zur Naturwissenschaft, zu Adam Smith. Der muss, alles muss. Also der Erfolg ist, dass man ihn entlassen will. Dass er einen Weg kriegt auf die Nerven geht. Ne? Und von denen haben wir auch einige. Und die sind unser nächstes großes Problem. Denn die Frage ist natürlich, wie kriege ich den von da hin? Denn von hier hin, ist keine natürliche Entwicklung. Stell dir mal vor, der hier verhandelt mit mir über ein tolles Gehalt, vergleichbar mit seinem Gehalt bei Mercedes-Benz. Ne? Und hier ist dann irgendein Verrückter, der sagt, na, ich brauche eigentlich nicht so viel. Ich mache das, weil ich daran glaube, ich verwirkliche mich dabei selber, ich lerne. Ne? Aber Geld brauche ich nicht. Also von hier ist die ganze Evolution in mein Gehalt. Und in der nächsten Stufe bin ich dann Gehalt. Und kein Besitztum und kein was nicht. Und das sind Stufen. So, wir haben hier in dieser Gemeinschaft eine Mehrheit an Mohammeds. Ein paar Fans. Sonst gibt es uns gar nicht mehr. Eine kleine Gruppe am Zukunftsrat, im Zukunftsrat. Okay? Eine kleine Gruppe im Zukunftsrat. 13 Leute. Und das ist im Moment die Situation, in der wir jeden Tag aufwachen und uns hier fragen, was mache ich, damit Mohammed aufwacht? Jeden Tag fragen wir uns, was mache ich, damit Mohammed aufwacht? Und wenn er dann aufgewacht ist, dann frage ich mich jeden Tag, was mache ich jetzt verdammt nochmal mit dem Helm, damit er jetzt eine Stufe weitergeht. Und ich kann sagen, es ist nicht einfach.
100 Kilometer. Jeden Tag. Kein Mensch steht auf und sagt dir, ich stehe nicht in einem blöden Kreis zusammen mit dem blöden Mohammed aus Gefina. Ich bin hier der General Manager von ISIS. General Manager, wissen Sie, was das ist? Sowas wie ein Minister. Ganz schön, die stellen noch so einen blöden Putzmann da. Sie haben eine Beleidigung. Und außerdem, gestern Abend war ich hier bis um 8 Uhr. Da komme ich doch nicht in der Früh um 9. Oder? Überlegen Sie sich schon mal die Antwort. Also, das ist das Problem. Hier sind wir. Diese Fragen sind wir jeden Tag. Ja, für die, die fragen, wie weiter. Der Spaß geht ständig weiter. Und die Entwicklungsstufen sind zu erleben. Das ist das, was ich rufe. Wir sehen, dass sich Menschen bewegen. Wir sehen, dass die Kinder von Mohammed hier aufwachen. Ja? In der nächsten Generation. Wir wissen noch nicht, wie wir diese Kinder dann auch alle wirklich dahin führen, dass sie am Ende sicher werden. Daran sind wir noch am hart arbeiten. Aber da passiert was. Und übrigens, das ist das, was für die, die sich denken, die Zukunftsratmitglieder bei uns sind alle bescheuert, die am meisten lernen, sind die hier. Die jeden Tag am meisten lernen, sind die. Die angetreten sind, den anderen zu helfen, ihre Schritte zu machen, lernen am besten selbst. Jeder von uns lernt jeden Tag. Aber jeder von uns muss auch jeden Tag aufstehen und sagen, was mache ich heute anders? Ja? Und das ist die riesen Herausforderung, die wir natürlich haben. Jeden Tag anders. Kein Tag wie gestern. Niemals das Gleiche wieder machen. Und weder die nicht erfolgreichen Sachen, aber schon gar nicht die erfolgreichen. Die gefährlichste Sache ist Erfolg, die man hat in so einer Gemeinschaft. Erfolg macht müde. Und dann, statt über die nächste Entwicklung zu sprechen, spricht man über die nächste Urlaubsplanung. Urlaub? Was ist denn das? Meinen Sie, hier hat jemand Urlaub? Urlaub hat man nie hier an der Stelle. 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage des Jahres Urlaub. Urlaub, was ist das? Gut, also Gemeinschaft, eine spannende Sache. Ohne die geht es sehr genau. Ohne die gibt es das Wunder von Sekunden. Ohne die Frage, was tun wir anders, neu, auf diesem Weg, geht es. Aber eine Sache will ich vielleicht auch noch erwähnen, weil das ist eines der Wunder dieser Gemeinschaft. Ich habe gerade gesagt, der Weg von der Empfindungsseele zur Verstandesseele, zur Bewusstseinsseele, der kein geradliniger ist, der sich ständig vermischt, auf dem wir uns alle befinden, ist einer, der Schritt für Schritt geht. Okay? Und es gibt kein Springen. In der Gemeinschaft gibt es eine Ausnahmesituation, eine verrückte Ausnahmesituation, dass diese Menschen, die hier stehen bei uns in der Gemeinschaft jeden Tag, durch diese Bar vom Zukunftsrat auf eine Stufe gehoben werden in unserer Gemeinschaft, die sie individuell einzeln nie erreichen können. Eine irrsinnige kapitalistische Funktion, die es da gibt, die unglaubliches Potenzial hat, Menschen zu helfen. Man zieht Menschen wohin, wo sie gar nicht sind. Wenn die dann am Abend wieder in ihr Dorf gehen, fallen sie zurück in die alten Sitten, natürlich. Die brauchen nur das Dorf sehen und sind schon wieder, schmeißen schon wieder den Abfall auf die Straße. Aber bei uns machen sie es nicht. Und viele von ihnen kommen, treffen unsere Leute, gucken in ihre Augen und sehen das schon an. Bei uns werden sie da, sind sie andere Menschen. Also da ist schon noch was da in so einer Gemeinschaft, was die individuelle Entwicklung unglaublich fördert. Es ist nicht egal, in welcher Gemeinschaft man ist, wie man sich entwickeln kann. Trotzdem kommt es ganz, ganz, ganz entscheidend auf das hier an, auf die wirkliche Möglichkeit, sich zu entfalten. Und ich habe es ja schon beschrieben, ganz am Anfang, wie ich über die Bildung gesprochen habe, ist natürlich, die Positionen sind ganz, ganz verschieden, ne? Was für ein Bildungswesen man anstrebt im Leben. Aber selbst wenn wir uns auf diese Position stellen, sind wir uns ganz, ganz ehrlich miteinander. Eine Bildung, in der man akzeptiert, dass man eben Menschen nichts vermitteln kann, sondern eigentlich nur in ihnen Fragen hervorrufen kann, dass sie einfach sich selbst entfalten können. Eine solche Bildung
gibt es selbst in unseren Kreisen, in unseren Schulen nicht immer. Und es gibt immer noch Leute, die glauben, sie können was vermitteln. Ja. Dieses, woran wir jeden Tag arbeiten, auf unserer Schule, mit unseren Lehrern, Schülern und allem, und noch viel, viel schlimmer in der Universität natürlich. Die Universität ist eine totale Katastrophe, kann ich Ihnen sagen. Übrigens auch in Deutschland zum Glück, deswegen haben Sie uns da keinen großen Vorteil gegenüber von uns. Ist die Frage, was ist ein Bildungswesen, was Menschen auf diesem Weg hilft? Auf diesem Weg. Ja. Wie hilft man ihnen? Durch was hilft man ihnen? Und vielleicht, Sie kennen unsere Schulen und ich glaube, ich brauche nicht viel darüber zu erzählen. Ich gehe lieber zum neuesten Projekt, was wir haben, wo auch irgendwann mal hoffentlich das Haus der Kulturen sitzt, nämlich zu der Helopolis-Universität. Die gibt es ja erst seit 2012. Und die ist interessant in vieler Hinsicht. Erstens, weil höhere Bildung noch viel katastrophaler ist wie Schulbildung auf der ganzen Welt. Denn dieses System der akademischen Bildung, also ein Professor ist ein Prophet für die Zeit, hat seine Präsentation die letzten 20 Jahre abgespult, also oft, natürlich immer, und weiß, es gibt auch Ausnahmen, aber und spielt da irgendwas ab, was dann seine Studenten möglichst lernen und dann gibt es eine Prüfung, dann kriegen sie einen hohen Grade und dann werden sie auch Professor und so weiter und so weiter. Dieses System, ja, was akademisches System ist, was in Umbruch ist und so weiter, ist natürlich auch das System, was in Ägypten momentan ist. Ja? Also diese Helopolis-Universität, wo wir jetzt 1200 Studenten haben und drei Fakultäten und, ist wunderbar. Die Leute kommen zu uns, sehen die Universität und sagen, super, das ist herrlich, die größte Universität. Was sie sehen, sind die Gebäude. Was viele Menschen sehen, wenn sie nach Sekin kommen, sind Gebäude, sind die Landwirtschaft, sind die Straßen, sind die Bäume, sind die äußeren Sachen. Darauf kommt es nicht an. Ankommen Sie auf diesem Weg hier. Was passiert auf diesem Weg? Und in dieser Universität heutzutage, wo wir tolle Professoren haben, einige aus Europa, einige aus Ägypten und eben diese Studenten, und wo wir interessante Themen haben, erneuerbare Energien, nachhaltiges Wassermanagement, grüne Architektur und so weiter, also auch wirklich nicht die ganzen Standardinhalte. Ich selber gebe nachhaltiges, soziales Unternehmertum. Können Sie sich irgendeinen besseren Kurs auf der Welt vorstellen als soziales Unternehmertum? Ich hoffe nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, mit diesem besten Kurs aller Zeiten, soziales Unternehmertum, komme ich bei weitem nicht so weit wie mit dem Chorprogramm von unserem Künstler. Und wenn Sie mich jetzt fragen, und Sie können sich vorstellen, an so einer Uni, das ist ja nochmal ganz anders, ja? An der Uni sind halt heute, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Schüler, die durch unsere Schule gegangen sind, die Sekim-Schule, und der Rest sind Schüler, die kommen aus ganz allen möglichen Schulen Ägyptens und anderer Länder um uns herum. Ja? Also die haben nichts mit Sekim zu tun. Die kommen dann in so eine Uni, das ist eine Privatuni, ihre Eltern zahlen ihr Geld, damit ihre Kinder schnell, anständig, gut lernen, ein gutes Zeugnis kriegen und verdammt reich werden. Ja? Und zwar ein großes Haus, ein tolles Auto, viel Aircondition, vier Frauen, alles Bestes. Das ist das Ziel aller dieser Studenten, die zu uns kommen. Ich übertreibe jemanden, aber Sie verstehen schon. Jetzt kommen die bei uns an, wollen verdammt reich werden, im Kopf sehen sie nur Dollarnoten, Dollarnoten, Adam Smith, Dollarnoten. Und dann kommt irgendjemand und sagt ihnen, hey, wir machen jetzt eure Uni. Magst du keine neue Bibel? Okay, lass uns malen. Oder singen wir sie dann. Wie kommen Sie sich veräppelt vor? Können Sie sich vorstellen? Und da haben wir am Anfang ein richtiges Problem. Das erste Jahr unserer Studenten ist eine richtige Herausforderung. Und am Ende des Jahres, wenn Ihre Eltern jetzt endlich froh sind, dass Sie die Kinder auf die Anstieg-Uni, von uns schnell weg auf die Anstieg-Uni bringen können, dann sagen die Studenten, wir wollen an dieser Uni bleiben. Das ist doch verrückt. Aber das ist vielleicht ein Schlüssel zu der Frage, wie weiter für Geld. Ich glaube, dass Musik, Kunst, Kultur ein entscheidender Schlüssel ist.
dieses Zue, diese Zue Seele zu öffnen. Wenn Sie mich fragen, die am weitesten, am meisten effiziente in allem, was ich bis jetzt bei uns erlebt habe. Und obwohl mein Kurs Soziales Unternehmertum verdammt gut ist, ich glaube, jeder Musikkurs ist besser. Für diese Studenten. Ja? Also, das Kurprogramm, glaube ich, das hat bei weitem am meisten gewirkt an dieser Uni. Und ist vielleicht auch eine gute Antwort auf die Frage, wie weiter. Es gibt einen Afrikaner, einen Südafrikaner, den einige von Ihnen vielleicht schon mal gehört haben, Nelson Mandela, Bruder aus Südafrika. Er hat irgendwann mal gesagt, Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern. Ich finde das einen tollen Satz, obwohl ich das Wort Waffe nicht gebraucht hätte, aber das ist egal. Ich glaube, was man heute in Südafrika erlebt, und ich sage das deshalb auch, damit Sie das vielleicht verstehen, er hat das gesprochen zu einer Nation, wo die Mehrheit Mohammeds war. Okay? Und ich glaube, er hat recht, wir müssen lernen. Wohin sind die aufgewacht heute? Sumas und so weiter? Hier, die sind Chemnitz geworden. Heute ist es eines der korruptesten Länder Afrikas, mit den größten Problemen zwischen Politik und Wirtschaft und Reichen und Armen und. Weil sie gute Bildung haben und aufgewacht sind. Sie glauben an einer Smith. Nur um zu zeigen, ja, natürlich ist Bildung die beste Waffe, um die Entwicklung. Aber sie hört nicht auf mit einer guten Bildung. Sie geht das Leben lang weiter. Die wirkliche Herausforderung ist an Sie. Und jetzt ist vielleicht das als Abschluss mal noch eine Frage an Sie selber. Nachdem ich behaupte, dass die meisten Menschen im Westen, im Norden und Westen der Welt eben diese Adam Smith-Anhänger sind, dieser Sekte Adam Smith-Angehörigen, gilt das auch für die Deutschen. Und die wirklich spannende Frage ist, wenn man jetzt hier so sitzt in Bad Cannstatt, in diesem wunderbaren Stadt, wo natürlich Sie nur Conny und mir die Sonne von heute zu verdanken haben, die haben wir mitgebracht, aber sonst ist es auch ganz nett. Wenn man hier sitzt, dann könnte man natürlich sagen, diese armen Mohammeds in Ägypten und in Afrika. Uns geht schon richtig gut, oder? Und da kannst du nicht. Meine Frage an Sie ist, wenn ich auf den Punkt hier hingehe, ja klar, hier, da ist die erste Revolution, die französische Revolution steht hier noch an. Und die wird kommen, übrigens. Ohne Frage, die wird kommen. Ja, ich bin jetzt gerade am Aufwachen, sie wird aufwachen. Aber sie wird leider Gottes dahin aufwachen. Und damit haben wir noch viele Probleme. Und unser ganzes Denken und Sehen ist den ganzen Tag, wenn sie jetzt aufwachen, wie können wir verhindern, dass sie Bad Cannstatt abgeben? Dieses Denken. Meine Frage an Sie ist, wie weiter in Bad Cannstatt? Was machen Sie, damit diese Menschen hier ihren nächsten Schritt machen? Was machen wir hier auf der Welt? Denn, wenn ich jetzt vergleiche, Mohammed hier auf seinem Kamel braucht noch 400 Jahre, bis er gegen die Wand fährt. Und dann ist er so langsam unterwegs, dass er wahrscheinlich nur runterfährt. Nicht der. Aber wenn ich mir den Bad Cannstätter Intercity anschaue und die Geschwindigkeit, mit der der auf die Wand zufährt, und ich meine jetzt wirklich die Probleme der Welt in Bad Cannstatt, dann ist die Gefahr im Westen meiner Meinung nach heute viel, viel größer. Und die Herausforderung für den Westen viel, viel größer als für Mohammed in Afrika. Also auch hier ist die Frage, wie weiter? Wie machen wir den nächsten Schritt? Wie gehen wir auf eine Position, wo wir es verhindern, dass wir ihn machen? Für uns in Sekem, um damit abzuschließen und in Zeit zu bleiben, ist die Frage, wie weiter, insofern kein Etappenziel. Wir haben noch nichts erreicht. Wir sind mitten auf dem Weg, der zumindest für uns absehbar keine Zeitschranke hat. Mein Vater hat uns das schon gelehrt, indem er uns vor 40 Jahren gesagt hat, unser Plan ist ein 200-Jahres-Plan. Damit keiner guckt, was es morgen ist. Sondern jeder sich immer denkt, das kommt sowieso erst irgendwann.
damit man auch die innere Geduld hat, das auszuhalten, diesen Druck. Vielleicht macht es Mohammed eben erst nächstes Leben. Aber, dass wir jeden Tag dahinterher sind, diese Entwicklung zu fördern. Und da, wie Sie sich selber denken können, gibt es weder einen Anfang noch ein Ende. Es ist ein kontinuierliches Entwickeln. Und die einzige Gefahr für das Weitergehen in Seekem ist, dass an irgendeinem Punkt der Zukunftsrat in Seekem nicht mehr jeden Tag in der Früh sich fragt, wie weit. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg, wie weit. Danke.